zusetzen. Das ist das Ferrit. Ja. Eisen ist Ferrit. Und jetzt liegt das nicht immer. Da brauchen wir diese Härte drin. Und da wird Kohlenstoff und andere Zusätze werden beigemischt. Da gibt es gewisse Grenzen von sollte wie Kohlenstoff, bis 0,25 Kohlenstoffgehalt ist der Stahl schweißbar. Ist aber nicht unbedingt härtbar. Je höher der Kohlenstoffgehalt, desto härter lässt er sich härten. Und für diese Arbeit, die wir hier machen, die Meißel vom Bau, da ist eben Kohlenstoff drin, muss mit einer bestimmten Temperatur abgeschreckt werden, muss mit einer bestimmten Temperatur wieder nachgelassen werden, dann wieder abgeschreckt, dann hat er die Härte wieder aufgebaut. Zum Abschrecken haben Sie Öl oder Wasser? Nee, Wasser. Wasser. Es gibt Ölhärte, es gibt auch Wasserhärte. Das sind alles Wasserhärte. Ja. Aber Kohlenstoff ist im Härtbaumstahl schon drin. Und wenn er zu spröde ist, dann ist zu viel Kohlenstoff drin, also wenn er brechen tut, der Stahl? Nein, das hat jetzt mit dem Härten wieder was zu tun. Im Grauguss ist zum Beispiel 3% von mehr Kohlenstoff drin. Das ist ja nur spröde wie verrückt. Ja, der ist schon nicht mehr hackbar, da gibt es das Gefüge nicht mehr. Ja, aber in den Stellen hier, da heißt das dann Schmied. Warten Sie, ich mache eine Großaufnahme. Sie lockern damit wieder das Gefüge, dass es nicht spröde wird? Oder ja. Sie lockern damit wieder das Gefüge von Kohlenstoff und Eisen? Oder? Durch die Temperatur wird es erstmal plastisch, verformbar. Ja, das haben wir verformt. Ich mache das jetzt bloß mal vor. Jetzt wird hier der Zunder abgeschabt. So, jetzt kommt er nochmal ins Feuer. Dann kriegt er nochmal eine Wärme. Wie er gehärtet wird. Ja. Gehärtet werden. Ja, warte mal gleich. Jetzt guckst du mal, pass mal auf jetzt. Gleich einen Tisch nehme ich mit. Zum Abschrecken, ja. Ja, so. Dann kriegst du die ganze Härte hier. Das ist jetzt ein bisschen zu heiß, dann macht er die so. Ja, so. Und jetzt geht's hier ins Wasser. In einer bestimmten Temperatur. Da warte ich noch ein bisschen. Das wird immer dunkler jetzt. Das sind die Erfahrungswerte, ja, das hier ist ein langsam reines Wasser. Ein bisschen rühren, damit es keine Wolkenhärte wird. Ja, das ist das Kleinbilde. Sonst staut sich das warme Wasser am Eisen und macht Blasen. Und dann ist der Hörunterschied. So, jetzt haben wir die ordentliche Spitze hart. Wird hier geschwatzt. Sehen wir hier jetzt die Regenbogenfarben. Ja? Ja. So. Jetzt steigt die Wärme nach. Nach oben, Hitze immer nach oben. Hier hinten weich, hier vorne ist noch hart. Und bei violett, rötlich braun, da kommt das wieder ins Wasser. So. Und jetzt wird der normalerweise ins Wasser gestellt mit der Spitze, dass die Härte bleibt. Ja. Ich mache das jetzt nicht hier, weil der sowieso noch mal anders geschliffen wird. So. Das ist der eigentliche Wertekampf. Ja. Zwischendurch wird er vorgeschliffen und wenn er dann aus dem Wasser rauskommt und vorne die Härte ist und alles bearbeitet ist, dann wird er noch mal scharf geschliffen und dann geht er. Ich danke Ihnen für die Erklärung. Ich bin selber nur süß von euch.